your skills. But boy, you in the danger room. Yeah, you in the danger room. Come on now. Hallo meine lieben Friendos und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Fucker de Lucius, und es geht weiter mit der Kampagne von Uncharted 2. Wir sind, glaube ich, gerade im 24. Kapitel, wenn ich mich nicht irre. Und das Kapitel heißt Die Straße nach Shambhala. Und, boah, ich weiß gar nicht, wie sind wir hingekommen? Ah ja, stimmt. Wir haben... In diesem Turm haben wir dieses Rätsel gelöst. Klasse Rätsel war das. Und ja, dann haben wir den geheimen Eingang gefunden und dann sind wir dann natürlich runtergegangen. Beziehungsweise, nee, dann mussten wir da ja diese Platte da drehen und dann war in diesem Baum des Lebens, ist da so eine Treppe aufgegangen oder hat sich geöffnet, so ein Weg nach unten. Und dann sind wir runtergegangen und jetzt sind wir hier. Und hier soll scheinbar irgendwo der Eingang sein nach Shambhala. Die Frage ist, wo und wie und was müssen wir machen und warum? What the... Okay. Okay, der ist so... Und den auch drehen? Aha. Geil. Verdammter Mist. Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir. Fallen lassen. Na los! Zurück! Mist. Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab, Kleine. Das überlebst du nicht. So, und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Drake? Das ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin, Pol Pot, das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sagen. Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens folgt, dann lasst eure Waffen fallen. Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deinen prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du... Wenn du ihm was tust, kriegst du überhaupt nichts. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer, ich bring noch jemand ins Spiel. Bringt sie rein! Mist. Ah. Nimm die Finger weg. Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine. Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfern? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Lass den Scheiß! Hör auf mit deinem Spielchen! Tu, was du willst. Komm runter! Arschloch, dein Feuerzeug.
Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde einen Weg und bring's in Ordnung. Und nehm den da mit. Vielleicht läuft diesmal ja nichts schief. Und Mr. Drake. Keine faulen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Du hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich hab halt beim Besten gelernt. Jetzt mach schon. Komm, du zuerst, Schätzchen. Ja, mit der Waffe bist du stark, was? Jo. Wieder mal eine geile Videosequenz. Schöne Unterhaltung in Lazarevic. Das ist das Geile hier, als er gemacht hat, ne? Habt ihr ja gesehen, wo ich gelacht hab. Willst du dich hier? Bleib dich hier? Willst du dich? Willst du bezahlen? War schon geil. Moment. Warte. Ja. Na. Nichtsdestotrotz sind wir hier in einer ungünstigen Lage. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Geht doch. Damit sowohl Elena als auch Chloe nichts passiert, haben wir uns auf Lazarevics Forderung eingelassen. Nein, warte. Und haben hier. Na toll. Das ist Kumpel. Ihm den Weg nach Shambhala geöffnet. Allerdings müssen wir jetzt hier nochmal diese Brücke, die da war, reparieren. Und das zusammen mit Flynn. Ja. Na los, du zuerst. Wir sind da sogar ein bisschen am Arsch. Wehe, du führst mich in eine Sackgasse. Hier durch. Ich glaube, deine Wampe passt da nicht durch. Jo. Ja, Flynn könnte mir ein bisschen helfen. Ah, da ist er ja. Hat wohl ein bisschen gebraucht, bis er durch diesen Engpass kam. Wie in alten Zeiten, was? Wir sind natürlich ein bisschen sauer auf Flynn, weil er uns ja im Museum da eiskalt verraten hat. Und hier mit Lazarevic gemeinsame Sachen macht. Deswegen hat Drake ihn auch vorhin Arschloch genannt. Wir müssen nach ganz oben. Was, die Stonehenge, was? Nein, hilf mir schieben. Na los, Mädchen. Auf geht's. Das ist doch deine Mutter. Ja, nice. Geht das? Von der Distanz? Ja, alles klar. Ich war mir nicht sicher, es sah ziemlich hoch aus. Sieh mal, dein Ego in Lebensgröße. Ah, alles klar. Klaut er unseren Witz? Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein. Meine Hilfe kannst du vergessen. Was du kannst, kann ich auch. Hilf mir, hilf mir. Nee, war ein Scherz. Ja, nie so lustig, dieser Flynn. Okay, machen wir sie auf. Wie sagt man noch? Die Tür ist noch eine Tür. Okay. Okay. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Wart einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Wirklich? Moment. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. Ja, welche die? Die da links und rechts? Können wir hier was machen? Hier ist leer. Ja, hier. Ja, wie machen wir das denn? Ach, warte, hier. Ah, hier sind die fetten Symbole.
Nur was gehört zu was? So ein kleines Buch, so große Zylinder. Gehört zu was? Ah, ich probiere einfach aus. Da. Das. Und das ist richtig? Ich glaube, das ist richtig. Ja. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und hier, das A ist richtig. Komm schon, Mann, wir haben nicht ewig Zeit. Dann so ein A und so ein Zeichen. Tu mir einen Gefallen, Flynn. Schieß mir die Ohren ab, bitte. Die Welt dreht sich weiter und meine Langeweile wächst. Beeil dich mal. Das. Ich muss mich konzentrieren. Und das, jawohl. Gut, ich weiß gar nicht, ob die Seite jetzt so relevant war, aber ich glaube schon. Komm, mach dich mal nützlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ja, das Teil kennen wir ja schon. Malen wir hier Getreide? Was soll das? Na bitte. Wasser. Ach ja. Kein Wunder, dass Flynn den Weg nie gefunden hat. Der meckert immer bei jedem Scheiß. Schön in die Fräse. Jawohl. Kriegst voll aufs Maul. Nein, nicht mich. Nimm doch Flynn, du Bastard. Nimm doch Flynn. Reiß Flynn den Kopf ab. Nicht mir. Nein. Nicht immer mir Bodycheck geben. Warte, jetzt kriegst du noch ein paar. Scheiße. Hier, verreck jetzt. Ist ein anderer runtergekommen? Ja, natürlich. Ah, zwei sogar. Geil. Ah, fuck. Cool, cool. Ey, Junge, die laufen so komisch, Mann. Ich mag das gar nicht, wie die laufen. Okay. Hau ab hier. Nein, verpiss dich. Ich gebe euch auch noch einen Body. Jawohl. Was sind das für Viecher? Was? Wächter, um Eindringling abzuschrecken. Na, das funktioniert ja super! Lazarevich, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor!
Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Oh, Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Was ist das? Sie sind überall! Schießt, Idioten! Oh, shit! Dafür Dinge! Verdammte! Lauf! Auf die Brücke! Jo. Krank. Ja, das flasht mich jetzt alles doch noch ein bisschen, weil das hatte ich halt gar nicht mehr in Erinnerung. Ne? Auch, dass diese Monster eigentlich Menschen sind. So, ich habe mich auch halt die ganze Zeit gefragt, was sind das für Viecher? Wo kommen die her? Wie sind die entstanden? Auf einmal sind es einfach so Menschen und Lazarevic sagt, ja, das sind Wächter. Ja gut, jetzt wissen wir es, aber davor kein Plan. Ja, egal. Kapitel 24 ist zu Ende. Fand ich persönlich ein geiles Kapitel. Coole Videosequenzen, auch schön ein bisschen klettern hier, wieder ein kleines Rätsel aber nur. Ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gerne auch ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss.